Meine Süßen, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar geht es heute um unsere Flaschensammlung. Ich habe ja damals schon mal eine Flaschensammlung gedreht, aber leider sind ein paar Flaschen mehr dazu gekommen und es muss eine neue Flaschensammlung her. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen und dann fangen wir mit den beiden neuesten an. Die hier haben wir erst gestern gekauft. Und das ist eine süße Mammflasche in rosa. Voll schön. Und im Moment meine Lieblingsflasche für Mel. Da müssen wir nur noch einen Nuckel kaufen. Und dann ist es wirklich eine wunderschöne Flasche. Ich finde die von Mam sind super, super toll. Weil die so antikolik sind. Nuck ist auch antikolik mit den neuen Nuckeln. Aber Mam ist noch mehr antikolik. Und ich finde, also ich glaube auch, dass ich für meine echten Babys später, wenn ich mal Kinder kriegen sollte, entweder Mam oder auf jeden Fall Nuck verwenden werde. Es kommt natürlich darauf an, wie das Baby auf welche Flaschen reagiert. Aber ich finde Mam wirklich sehr schön. Die arbeiten sehr gut und die verarbeiten auch sehr gut. Und ja, das ist auf jeden Fall eine wunderschöne neue Mam-Flasche. Dann haben wir die zweitneueste Flasche, ist unsere neue Nuck-Flasche für das neue Baby. Die ist hier noch ein bisschen schmutzig, nicht wundern. Die haben wir gerade erst benutzt. Ja, die ist von Nuck, wie gesagt. Nuck finde ich halt, wie gesagt, auch sehr schön. Sie arbeiten hier auch mit dem neuen Antikolik-System. Sieht das überhaupt? Steht hier oben drauf. Ja, das sind aber nur die neuen Schnuller. Hier oben die neuen Nuckel, die mit dem Antikolik-System reagieren. Und hier ist die ganze Flasche. Das finde ich halt so gut. Und ja. Auf jeden Fall ist Nuck auch eine sehr schöne Flaschenvariante. Für mich ist aber immer noch Mam im Vordergrund. So, die hat jetzt hier so einen Halter für das Baby, dass es selber trinken kann, selber halten kann. So ein Lernen, wie heißt das? Irgendwas mit Lernen. Ja, das kann man auch ganz normal abmachen und dann jede andere Flasche ranmachen. Also zum Beispiel hier eine andere Nuck-Flasche. Passt es auch ran. Und die gibt es auch universal zu kaufen immer. Und ja, hier ist halt nur die Farbe abgestimmt und ja, ich finde es aber sehr schön, dass man das hier drauf hat. Und auch wenn wir das nicht brauchen, weil die Babys nicht selber trinken, lasse ich das trotzdem dran. Ich finde es nämlich auch sehr schön und auch ein bisschen praktisch, wenn man dann als Mutter da füttert. Man kann es natürlich auch hier jetzt abmachen, wenn es stört. Ja, auf jeden Fall mit einem neuen Antikolik-R-System und Deckel natürlich. Ja, wie gesagt, Nuck und Mam sind für mich die besten Flaschen, die es gibt. Und deswegen haben wir auch fast nur Nuck. Wir haben jetzt mit der Mam-Flasche ganz neu angefangen. Und da werde ich auf jeden Fall auch noch eine für die Jungs holen. Und diese Flasche, ja, ist auf jeden Fall für das neue Baby gedacht. Dann haben wir auch eine von Avent. Bitte nicht wundern, warum hier oben Milchpulver drin ist. Ich weiß es nicht. Ich habe, die ist jetzt runtergefallen. Sie ist schon hart geworden. Auch interessant. Okay. Ja, auf jeden Fall unsere Aventflasche, die ich eigentlich nur habe, weil ich alle Marken sehr gern vertrete. Und ich die, glaube ich, mal geschenkt bekommen habe oder so. Ich mag sie nicht. Also Avent ist für mich auch eine gute Marke, aber ich finde leider nicht irgendwie für mich geeignet. Auf jeden Fall haben wir die. Das ist eine große mit 260 Milliliter. Und meine Schwester mit ihrer Tochter zum Beispiel ist auch total zufrieden mit Avent. Ihre Tochter möchte nur Avent. Und ist natürlich auch für jedes Kind anders. Jedes Kind mag den Schnuller, also den Aufsatz nicht. Das ist immer verschieden. Sie hat zum Beispiel auch alle Flaschen ausprobiert. Und ihre Tochter wollte keinen einzigen und nur Avent möchte sie. Das heißt, es ist gut, dass es so viele Flaschenvarianten gibt. Aber für mich ist Avent auf jeden Fall keine Option. Außer wenn mein Kind später auf jeden Fall Avent möchte. Ja, von der Avent haben wir noch eine. Die ist dann sauber. Ist genau die gleiche, auch in 260. Genau die gleiche nochmal. Dann haben wir von Nuck eine. Hier ist auch schon Pulver drin. Wenn ich zum Beispiel mal ganz schnell los muss, dann habe ich schon mal das Pulver drin. Die ist halt auch von Nuck, hat auch das Anti-Air-System schon dran. Seht ihr das? Und ja, eine ganz normale
Nuck-Flasche. Dann haben wir noch eine lange von Nuck. Auch das ist wieder, auch obwohl es Nuck ist, eine komplett andere Sache für Babys. Also, weil man hier hat man ja diesen runden Schnulli. Und hier oben ist es so ein anderer Schnulli. Ich kann es jetzt mal näher zeigen. Also, hier ist es halt so ein Schnulli. Seht ihr das? Halt so ein anderer. Und bei den anderen Flaschen ist es halt so. Also, es kann auch sein, dass euer Kind diese Flaschen mag und diese nicht. Obwohl sie beide von Nuck sind. Also, das ist immer verschieden für jedes Baby. Das ist leider immer so. Also, es gibt auch Kinder, die beides mögen. Die lieben alle Flaschen, ist denen völlig egal. Aber es gibt natürlich auch Babys, die sind sehr wählerisch, weil vielleicht stört denen das irgendwo im Mund und sie wollen daraus nicht trinken. Dann könnt ihr das hier probieren oder halt Avent oder irgendwas anderes. Das hier soll halt der Mutterbrust etwas näher kommen. Aber viele Babys lassen sich davon nicht verarschen, sozusagen. Und ja, manche Babys mögen halt nur das. Aber finde ich auch sehr schön und würde ich auch immer benutzen. Also ich finde die Flaschen auch sehr praktisch, die sind auch so klein und handlich, also finde ich auch sehr schön. Dann haben wir die gleiche nochmal von Nuck in klein. Also das ist die große Variante, das ist die kleine Variante. Halt auch genau das gleiche mit dem Nuckel hier oben. Der ist halt so. Und das war damals meine erste echte Flasche von Nuck. Und ich fand die voll süß mit diesem kleinen Zebra, heißt sie ja. Und finde ich auch echt super toll. Also, wie gesagt, ich mag halt auch die großen und die kleinen sind natürlich genauso das gleiche. Dann haben wir noch eine ganz kleine, die kommt von Baby Smile. Ich glaube, die kam damals vom Schlecker. Der ist ja, gibt es ja nicht mehr den Schlecker. Ist genau das gleiche wie Nuck. Genau die gleiche Größe und all so ein Kram. Und hat auch den gleichen Nuckel. Halt nur eine andere Marke, aber haben wir auf jeden Fall auch. Dann haben wir noch eine von Nuck und zwar von Janosch. Hier diesen kleinen Tiger, genau. Das gab es ja damals hier in Sendung mit der Maus und so hier. Was ist das? Die Tigerente, genau. Da war es ja damals ganz viel vertreten. Und die haben wir auch schon sehr lange. Das war meine erste Nuck-Flasche in diesem runden Design, also diesem hier. Und ja, finde ich auch sehr schön, ist auch eine meiner Lieblingsflaschen. Dann haben wir noch eine von Nuck und zwar auch so eine ganz typische von damals. Das war ja hier mit der Biene, war es damals das typische Nuck-Design. Also das, ja, darunter hat man Nuck immer verstanden. Also wenn man an Nuck gedacht hat, hat man immer an dieses kleine Bienchen hier gedacht. Davon gab es auch Schnuller und so die ersten tollen Sachen davon. Und ja, die haben wir auch, weil ich sie einfach schön finde und ich keinen Grund sehe, sie zu verkaufen. Ich habe sie damals gekauft, als das halt ganz groß rauskam gerade. Ist auch auf jeden Fall in unserer Flaschensammlung vertreten. Dann haben wir einmal die kleine und die große Variante von diesen Flaschen hier, von Hip. Das ist ja eine Kooperation von Nuck und Hip gewesen. Und die kriegt man ganz, ganz oft, also diese kleinen kriegt man ganz, ganz oft, wenn man sich bei Hip dem Baby-Club anmeldet, genau. Und ja, wir haben sie auch. Ich habe sie irgendwann, glaube ich, mal auf dem Flohmarkt gekauft. Also einfach das typische Hip-Design und Hip einfach, ja, habe ich auf jeden Fall auch einfach. Der hier gehört da, glaube ich, nicht zu. Und es ist auch noch ein alter Nuckel. Ja, aber auf jeden Fall auch. Und wie gesagt, auch die in groß. Genau das gleiche auch von Hip. Also von Nuck mit dem Hip-Design drauf. Einfach in groß. Dann habe ich meine tollste Flasche und auch die Flasche, die mir so den Schubser gegeben hat, später auf jeden Fall versuchen, nur mit Glasflaschen zu arbeiten. Das ist nämlich eine Glasflasche, hört ihr das? Ist halt eine Glasflasche, das sieht man auch, glaube ich, ne? Also der. Das sieht man auf jeden Fall, dass es Glas ist. Ja. Also auf jeden Fall eine sehr schöne Glasflasche bei uns in der Sammlung. Und dann halt, wie gesagt, gerade noch die nagelneue Nuck-Flasche mit Winnie Pooh drauf. Die habe ich vor ein paar Jahren, ich glaube auch vor 3 Jahren, glaube ich, nagelneu gekauft. Für 7 € oder so, glaube ich, damals. Und ist halt nagelneu, aber sieht halt auch schon extrem schlecht aus. So. Und dann haben wir noch hier in meiner Sammlung ganz viele alte Nuckel. Seht ihr, die sind auch voll dreckig. Die habe ich einfach nur hier rumliegen. Das sind so ganz viele alte Nuckel und ein Aventnuckel. Hier habe ich auch noch einen Aventnuckel.
Zum Beispiel diese mag meine Nichte nur, also nur mit diesen langen Pinüpel, sage ich mal, mag das meine Nichte sehr gern. Und dann haben wir noch einen kleinen Stöpsel für kleine Flaschen und einen für die großen Nuckflaschen. Und ein Ersatzdeckel von Nuck, falls man mal einen braucht. Ja, und das waren meine ganzen Flaschen. Denn hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.